Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die hier schon um 6 Uhr früh wach ist, aber sich anscheinend nochmal hinlegen möchte. Das sei ihr gegönnt. Celeste ist aber auch schon am Start. Es ist heute tatsächlich Liebestag, deswegen werden wir natürlich auch ein bisschen liebevolle Dinge planen. Guck mal, Girl, du kannst doch einfach morgens nochmal ein bisschen Fahrradfahren üben. Du hast jetzt eh gerade nichts Besseres zu tun, dir geht's supi. Fahr doch einfach mal. Ich habe die Aufgaben für Woche 1 von Was man sät, also dieses Event, schon abgeschlossen. Aber trotzdem steht da unser süßer kleiner Sensenmann. Dieses Icon, I love it. Das wird jetzt die ganze Zeit da stehen. Und ich finde es irgendwie auch süß. Also, er darf uns gerne begleiten. Du musst in die Schule, Girl. Das ist jetzt schon auch wichtig, ne? Genau, pack dein Fahrrad ein, auf geht's. Dann kümmere dich bitte nochmal um deine Flancies. Bitte hören Sie einfach auf. Ich dachte, wenn der jetzt im Totenreich ist, dann wird er uns nicht mehr belästigen. Aber anscheinend schon. Was geht heute wieder schief? I mean, same, Girl. Also, kennt man ja so auch, ne? Aber reiß dich jetzt mal zusammen. Warum ist die Liebesleiste komplett weg? Why is it escalating so much? I don't like it at all. Sie ist leider immer noch nicht erwachsen. Deswegen können wir immer noch kein romantisches Treffen machen. Aber wir treffen uns dann als Freunde. Wir wissen ja, was wir hier vorhaben. Vielleicht gehen wir schwimmen. Because we have a pool right here. Wir haben jetzt so ein bisschen Romantik wiederbekommen, aber this is really mean. So, wir schmeißen jetzt Liebestag-Konfetti auf ihn. Ich fände es voll süß, wenn sie ihm einfach dieses Bild von den beiden schenkt. Hi, Sophia. Die schwänzen anscheinend alle heute die Schule. Sympathisch. Gefällt es ihm? Ja. Süß. Warum haben die Minus bekommen? Das ist nicht okay. Luna, chill jetzt mal. Ja, ja, sie ist schon wieder verknallt in ihn, ist mir klar. Kannst du bitte aufhören, jetzt traurig zu sein? Hier schwimmen und plaudern. Das ist doch eine Idee, oder? Ja, drückt euch. Ja, ihr süßen Mäuse, ey. Weil es kann nicht angehen, Leute, dass ihr hier keine Romantikleiste mehr habt. Ihr wollt heiraten, Girl. Hör auf zu heulen jetzt und geh schwimmen. Dann spritz ihn einfach mal an. Ich schmeiß immer mal wieder so ein paar romantische Interaktionen rein. Und das sieht auch ganz gut aus. Es ist wild. Okay, die haben jetzt wenigstens Silber. Das ist doch schon mal etwas. So, habt euch einfach ein bisschen lieb. Einmal kurz in den Popo gekniffen, wie man es halt so macht. Keine Ahnung, dann könnt ihr ja nochmal ein bisschen Techtelmechtel haben oder so. Und ich weiß genau, dass ihr euch wünscht, dass sie noch mal ein Kind kriegen. Aber ich finde das nicht in Ordnung, Leute. Okay, ihr könnt keine Techtelmechtel machen, weil es irgendwie anscheinend der Weg versperrt ist oder so? I don't know. Mizuki ruft an. Oh, und sie wünscht sich, dass wir gerne vorbeikommen. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich süß. Ich würde einfach mal sagen, dass wir dann morgen einfach kommen. Mit Celeste dann vielleicht auch. Es ist ja auch Samstag. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich dran denke, weil mein Gehirn ist manchmal ein bisschen wild. Aber ihr habt hier trotzdem eine gute Zeit. I love it. Sie muss ziemlich dringend pinkeln. Vielleicht sollte sie das mal machen. Finde ich auch schön, dass sie jetzt hier mitten im Frühling den Mistelzweig rausholt. Erstmal pinkeln. Aber immerhin haben die wieder jetzt eine Romantikleiste, weil, also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass die einfach weg war. Ich weiß, dass man jetzt seit Sims verliebt mehr daran arbeiten muss, aber trotzdem. Wir haben jetzt irgendwie 2 Tage nicht gesehen oder so wahrscheinlich. Und die so, liebst du mich nicht mehr? Okay, ich werde es auf jeden Fall jetzt so weit vorbereiten, dass wir dann beim nächsten Mal erwachsen werden. Ich bin so ready, Leute. Die Frau hat es auch einfach jetzt verdient mal. Und dann können die wieder alles ganz normal so machen und ist alles tutti. Dann musst du doch auch gleich die duschen, wenn du jetzt schon hier bist. Und Celeste ist stolz auf sich, weil sie eine 1 hat. Da sind 2 Fotos, die einen Fingerabdruck haben. Die brauchen wir dann wohl nicht mehr. Ab nach Hause. Wir können ihn ja auch einfach mal mitnehmen. Wir können dann zum Beispiel auch einfach mal ihm die Wohnungsschlüssel erstmal geben. Weil, ja, wir hatten jetzt ja schon geklärt, er möchte jetzt hier nicht einziehen oder so. Aber solange wir hier noch wohnen, kann er natürlich jedes Mal einfach reinkommen, wie er möchte. Weil es ist halt einfach auch das Haus, wo seine Tochter wohnt. Okay, Celeste hat auch Hunger. Ich würde sagen, wir bestellen einfach mal Pizza. Kostet uns ja eh nichts, ne? Komm, wir nehmen so eine dicke Masala. Die sieht sehr lecker aus. Dann können wir alle zusammen Pizzi essen. Und du gehst jetzt zu deinem Vater und sagst so, hi, what up in the club? Genau so sagt sie das. Sie sagt jetzt so, ich habe eine 1. Da ist die Pizzi ja auch schon von Fritz Truffles. Schön. Warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Was ist hier passiert? Nee, Girl, du nimmst jetzt kein Essen daraus. So, und dann zum Essen rufen. Ich werde mich jetzt auch sehr zeitnah daran machen, dass wir im Stream dann an dem Haus, also beziehungsweise ich plane eine Doppelhaushälfte quasi zu bauen, also beziehungsweise ein ganzes Haus und dann, dass wir in einer Hälfte wohnen.
Und die andere Hälfte vermieten wir dann. Das war ja so die Idee und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um alle Vorschläge, die jetzt kamen, halt irgendwie damit einzubauen. Weil es kam der Vorschlag, dass wir eben dann mit Jeremy zusammen in ein Haus ziehen und es kam der Vorschlag, dass wir ein Mietwohnhaus kaufen und so hätten wir halt irgendwie beides in einem, weil zu dritt brauchen die nicht unbedingt ein riesengroßes Haus, meiner Meinung nach. Und so wäre es halt so, okay, die bewohnen dann halt eine Hälfte und die andere Hälfte ist dann halt eben für jemand anderen. Fände ich auf jeden Fall fair soweit. Ich hoffe, dass ihr damit auch einverstanden seid. Wir würden das dann auch im Stream bauen, wie gesagt. Und dann schauen wir einfach mal, wie das alles wird, ne? Ihr könnt gerne mal Vorschläge da lassen, in welche Stadt wir dann ziehen sollen. Also ob wir in Windenburg bleiben oder ob wir irgendwo anders hin wollen. Das ist das Einzige, was ich mir eben noch nicht überlegt habe. Und ich sag, wie es ist. Auf Dauer, wenn sie dann irgendwie dann auch erwachsen ist, wird sie auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Umstyling bekommen. Also die Frisur und so würde ich jetzt so lassen, weil das ist ja ganz frisch und so. Nur kann ich einige Klamotten gar nicht mehr sehen und wir können ja auch so tun von wegen, hey, die sind vielleicht dann auch kaputt gegangen, weil wir haben ja jetzt auch die ganze Zeit gesagt, vieles ist ja auch selber aus Secondhand irgendwie dann übernommen worden oder so. Und ich glaube, jetzt bei dem Geld und so würde sie sich dann auch mal wieder neue Sachen auch zulegen. Und wie gesagt, ich kann einige Sachen einfach auch nicht mehr sehen. Wir haben die so viel gesehen. Es wird Zeit für was Neues. Und ich meine, wenn sie erwachsen ist, vielleicht ändert sie ja dann auch leicht ihren Stil. Denn das ist ja auch ganz normal. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf. Ich lieb's ja, dass die beiden einfach eine komplette Leiste haben, ne? Es ist so süß. So, sie möchte Blümchen verschenken, ne? Es gibt nicht zufällig. Ah, die Paradiesvogelpflanze ist hier nicht. Och, Mizuki Girl. Aber ich fänd's richtig süß, wenn sie halt eine Blume verschenkt, die sie vielleicht auch selber gepflückt hat oder so. Aber ich glaube, wir haben hier nichts, ne? This is the problem. Dann müssen wir halt eine kaufen. Und dann können wir ja aber so tun, dass sie die gepflückt hat, als sie von der Schule nach Hause kam oder so. Hier eine Tulpe. Und die schenkt sie dann ihrem Dad. Ist ja richtig süß. Celeste wäre so eine süße Maus. Oh, süß. Er freut sich auch. Ja, Girl, wenn du jetzt schon hier bist, ne, dann kannst du auch reinkommen. Er hat schon wieder das Haus kaputt gemacht. Keine mehr. Wenn wir ausziehen und wir haben da so ein Haus, ne, wir müssen das Haus irgendwo hinstellen, wo er nicht hin kann. Jeremy ist jetzt gerade auch nach Hause gegangen. Elaine möchte auch noch vorbeikommen. Ja, klar. Family Party kurz. Ach nee, Mizuki baut das jetzt auch wieder auf. Ich kann nicht mehr. Nee, geh doch nicht schlafen jetzt. Ach, sie ist noch nicht ganz fertig geworden. Naja, Dinge passieren, ne? Elaine so, ich mach das hier fertig. Kein Problem. Ich lieb's einfach. Wie sie jetzt hier an dem Tisch sitzt, ne? Schön. Kann sie ja auch hier nochmal mit Noten prahlen. Ist ja auch was, worauf sie stolz sein kann, ne? Vor allem, die sind jetzt hier. Aber wir sollen die morgen trotzdem nochmal besuchen. Wild. Aber schon okay. Die schmeißen ja auch noch Konfetti. Schön. Also ich sag, wie es ist, aber es wäre ein bisschen nervig so, wenn man das wirklich machen würde. Weil, imagine, ihr müsstet das dann alles aufräumen. Ach, ihr Süßmäuse, ne? Ey, ach, Mann. Hört auf. Jetzt drücken die sich auch noch. Also ich kann nicht mehr. Die beiden sind auch einfach. Die werden immer einen Platz in meinem Herz haben. Gehaltserhöhung bekommen. Oh mein Gott, 10 Simoleons mehr pro Stunde? Also ich glaube, das lohnt sich mittlerweile doch ganz gut, ne? Sieht nicht schlecht aus. Crazy ist das. Könntest du vielleicht deiner Mutter mal Hallo sagen? Okay, dann nicht. Ach, aber sie drückt Elaine. Immerhin. Und die knutschen sich jetzt hier. Du hast uns wie versprochen besucht. Hä? Das ist jetzt irgendwie eine Lüge. Oh, hallo erstmal? Also jetzt knutschen die sie. Also, der eskaliert aber nicht, ne? Also, immer noch mein Haus. Nee, jetzt hört auf! Nee, das... Ich kann nicht mehr, ey. Ja, toll. Also die Laken würde ich auf jeden Fall erstmal neu beziehen, ne? Ich sag, wie es ist. Ich würde nicht in dem Bett schlafen, in dem meine Eltern Dinge getan haben. Lilith Vator. Nee, machen wir jetzt nicht. Dieses Spiel ist was ganz Besonderes. Ich möchte sie schlafen auf dem Sofa, ey. Ich fühl's auch ein bisschen, ne? Aber, also, kann ich mehr. Die Sexy Time, die hätten wir jetzt auch gerne mal. Also, die hätte nicht sein müssen. Hauptsache, die gehen jetzt auch instant nach Hause. Die so, jetzt haben wir eine gute Zeit. Und die Mizuki bleibt noch. Ja, moin. Ihr macht mich doch alle fertig. Guten Morgen. Da muss jemand sehr dringend pinkeln. Und dann wird noch geduscht. Wir besuchen die aber einfach trotzdem. Auch wenn die jetzt schon hier waren. Weil das war einfach ein bisschen wild. Das Klo ist kaputt. Ja, wir kümmern uns natürlich erstmal um alles, ne? Also, kennt man ja. Der Geburtstag von Amaya naht.
Ach, du bist so ein liebes Kind, ich kann mehr. Und jetzt bringt sie auch noch den Müll direkt weg. Hallo, dieses Kind ist viel zu süß. Außerdem, also ich glaube, bei ihr ist auch irgendwas falsch gelaufen. Kein Kind bringt freiwillig den Müll raus, Alter. Ja, einfach 50.000 in the bank. Könnt ihr mir nicht erzählen, ey. Dann poste nochmal eine Instagram-Story. Jetzt jede Dia Unkraut. Dieses Kind ist doch wirklich kaputt. Und jetzt gehen wir zu dem Haus, was nie auf der Karte angezeigt wird. Hallo. Seso, was machst du denn hier? Schön. Hallo. Einbruch starten. Ja, da sehe ich euch. Warum machen Sie hier Quatsch? Das ist nicht okay. Bitte mach kein Chaos. Knutschen sich hier schon wieder ab, solange die nicht schon wieder bimseln. Okay, dann versuchen wir uns mal, Elaine zu nähern. Nicht indem wir sie nach einem Kredit fragen. Ich glaube nicht, dass das so richtig wäre. Okay, es reden wieder alle miteinander. Ist auch irgendwie schön. Sie redet irgendwie über Verbrecher. Okay. Mizuki Roberts ist meine Mutter. Ich freue mich, dass du dich freust, dass wir wieder Freunde sind, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich berühmt bin. Hoffentlich. Also es würde mich auf jeden Fall wundern. Oh, Mizuki muss arbeiten. Naja, viel Spaß, ne? Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Amaya rationale Sims mag? Warum eigentlich nicht? Aber es sieht gerade ganz gut aus, ne? Auch wenn hier immer noch steht, unbehagliche Begegnung. Aber... ja, es wird einfach wieder besser, ne? Es ist so süß. Ich freue mich so, weil es ist der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Fräulein von und zu. Jetzt dieses Mal sind wir enttäuscht. Ich habe dir doch gesagt, dass es falsch ist. Die Selbstsicherheit sinkt. Ach, die Arme, ey. Aber das kann nicht angehen. Sie kocht erstmal. Also grillt ist wohl das bessere Wort dafür. Gegrillte Früchte. Hi, Boy. Och, Bürgermeister Schnurrhaar. Was ist denn mit dir? So kennen wir uns nicht schon. Aber ich glaube, das wird hier wieder, ne? Och, Mann, ist das toll. Vielleicht war sie doch nicht so ein harter Brocken wie gedacht, aber sie brauchte einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Das ist auch total in Ordnung, ne? Ich meine, alles, was jetzt so vorgefallen ist, natürlich ist das auch anstrengend und schwer zu verarbeiten auch. Da kann ich verstehen, dass man einfach auch mal einen Moment länger braucht, um irgendwie damit umgehen zu können, ne? Aber guck, jetzt ist schon wieder alles wieder toll. Ist das schön. So, und jetzt sagt sie so, ja, unsere Beziehung ist mittlerweile auch echt schon viel besser und so. Also du musst dir auch keine Sorgen mehr machen wegen Jeremy. Ach, und jetzt drückt ihr euch auch noch. Ach, ich kann nicht mehr. Oh, Bürgermeister Schnurrhaar hat kein Klo anscheinend. Was machst du denn jetzt hier? Gerade noch über Jeremy geredet. So, Bürgermeister Schnurrhaar bekommt jetzt erstmal ein Katzenklo. Vielleicht auch ein Kratzbaum. Warte, so. Das hier vielleicht noch. Ich glaube, Essen hat er auch nicht. Das ist auch nicht gut. So, dann füll mal die Schüssel. Ich weiß trotzdem nicht, was du jetzt hier willst. Weil die Wohnungsschlüssel hat, aber er hat ja nicht die Wohnungsschlüssel hierzu. Eigentlich. Ich weiß ja nicht, was bei denen abgegangen ist. Vielleicht haben die sich ja auch einfach nochmal auseinandergesetzt, ne? Weiß man nicht. Ich habe gehört, dass du dich mit Elaine Roberts angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Danke, das ist meine Mutti. Ach, guck mal, und jetzt setzt sie sich auch mit denen zusammen an den Tisch und so, ne? Das ist richtig schön. Weil vor einiger Zeit hätte sie das halt noch nicht gemacht, ne? Weil sie ja nicht so viel von ihm hält. Und ich meine, es ist bestimmt auch schwer, das abzulegen und die Vorurteile auch irgendwie auf sich ruhen zu lassen. Aber allein, dass sie sich überhaupt jetzt mit denen zusammensetzt und mit denen auch ganz normal redet, ohne die jetzt irgendwie anzukeifen, das ist total die Entwicklung. Und sie muss ihn ja auch nicht unbedingt mögen, darum geht es ja nicht. Aber... ja, so ein normales, friedvolles Miteinander. Das wäre natürlich schon schön, ne? Sag mal, wer zurück ist. Da hat sie noch ihre alte Frisur vor allem. Warum? Nee, wir gehen jetzt nicht aufs Romantikfestival, danke. Wieso läuft nebenbei irgendwie ein Horrorfilm, wo jemand eine Kettensäge rumschwingt und jemand umgebracht hat anscheinend auch? What is happening? Das ist das Ende vom Film? Mizuki legt sich auch erstmal schlafen, also es ist traumhaft hier. Mit Jeremy über Beziehungsängste reden. Ja, warum eigentlich nicht? Yay, Fortschritt bei der Angstbekämpfung. We love it. Alter, an dem Punkt wäre ich, glaube ich, echt sauer. Ich will halt streng sein, aber dann kann man sie nur anschreien. Das finde ich irgendwie auch nicht richtig. Sie kann ja sich mal eine Auszeit nehmen. Also beim dritten Mal, finde ich, ist eine Bestrafung schon echt okay. Okay, ich freue mich schon, wenn die hier nicht mehr sauer sind mit dem Abschlussball. Naja, viel Spaß in der Auszeit, ne? Warum hattet ihr jetzt schon wieder Minus? Nein. Das zeigt aber wieder, dass nicht alles perfekt ist, wa? Nachtechte Mächtel fragen. Nein, an dem Punkt nicht mehr. Ja, ich würde jetzt aber langsam auch mal nach Hause gehen, ne? War aber ein schöner Tag. Mit Happy Family Moments, die wir so lange uns gewünscht haben. So, selbstsicherer Vlog. Let's go. Weil man muss ja auch mal wieder ein bisschen arbeiten, ne? Wir wollen ja hier an der Berühmtheit weiter dran festhalten. Das geht natürlich nicht, wenn wir nichts machen. Oh, und wir müssen danach noch unseren Garten fertig machen. Auch was, wenn sie das macht, weil sie süß ist. Fragen, ob einsam ist.
Same. Einfach Level 9 der Mentalfähigkeit. Sie hat bald alle Kinderfähigkeiten irgendwie durch. Die ist so wild. Der Kampf zurück ins Leben. Das macht man doch so, oder? Storytime, Runaway Teen, Retalk. Amaya macht schon wieder eine Phase durch und sie geht diesmal auf Distanz. Aber es ist ja jetzt nicht mehr lange der Fall, also wir werden es überleben. Es ist Sommer! Yay, we love to see it. Erstmal einen Keks frühstücken. Wir hypen unser nächstes Video. Und dann wird bearbeitet. Und da hat jemand Fahrradfahren gelernt. Let's go. Okay, anscheinend werden wir nebenbei Werbung für die Unorthobox machen. Passiert. Es hat halt jetzt einfach gepasst, ne? Da kann sie ja dann auch nichts für, dass die Deadline nur 24 Stunden sind. Und sie ist eine kleine Gamermaus? Nee, sie chattet. Solange da keine zwielichtigen Erwachsenen sind, ist das okay für mich. Frag immer noch andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Du hast Freunde. Was soll das? Get your shit together. Für Go-Wettbewerb üben, Alter. So, noch ein paar Effekte einfügen und dann kann das gleich hochgeladen werden. Dann ohne Effekte, weil sie will nicht. Klappt. Oh. Cherry, sorry, ich habe dich nicht gesehen. Schlag doch jetzt nicht den Teddy von deiner Tochter, Mann. Ich wollte Schwester sagen, aber das ist nicht ganz das, was wir hier haben. Bisschen anderes Verhältnis zueinander. Hi, Girl. Ja, telefonieren. Let's go. Und dann wird nochmal ein bisschen geboxt. Ich finde fies, dass wir schon so lange nicht mehr nominiert wurden für einen neuen Preis. Weil ich finde das schon fair. Wieso ist Militärpersonal vor unserem Haus? Sollte ich besorgt sein? Stinkkapsel platzieren? Ich wusste nicht, dass das in einem Mülleimer geht. What? Sie kann einfach einen Hüftstoß ausführen. Was ist da denn los? Sophia, Girl, hallo. Oh, sie ist weg. Warum? Was macht sie denn? Unter der Decke lesen. Och nee, süß. I like this a lot. Oh, abgeschlossenes Streben. Hä? Ich hätte auch nicht mal wirklich drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber scheinbar hat sie ihre 12 Stunden jetzt schon abgeschlossen. Also hier und da habe ich zwar schon geguckt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das jetzt direkt schafft. Aber okay, let's go. Janko wurde einfach adoptiert. Anscheinend ist seine Eltern oder so gestorben, ha? Huh? Das ist natürlich krass. Du bist aber früh wach. Du hast heute Geburtstag und du bist einfach um 5:30 wach. Irgendwie in letzter Zeit ist es Tradition, dass wir irgendwie immer den Part beenden, wenn sie gerade wach geworden ist. Aber ich habe ja gesagt, dass wir den ganzen Geburtstag etc. dann ja beim nächsten Mal feiern. Deswegen hebe ich mir das jetzt mal auf. Wie gesagt, meine Frage dieses Mal ist natürlich an euch, in welche Stadt wollen wir dann ziehen, damit ich dann weiß, okay, wenn wir im Stream dann bauen, wo bauen wir eigentlich? Das war's. Mehr wollte ich heute gar nicht von euch. Aber bei sonstigen Vorschlägen, wie immer, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es sehr spannend wird. Bis dahin und tschüss!